Nur der King of Pop konnte seine Auftritte so zelebrieren wie ein Sonnenkönig. Eine kleine Geste genügt. Und die Anhängerinnen sind in Ekstase. Auch 9 Jahre nach seinem überraschenden Tod hat die Begeisterung der Fans kaum nachgelassen. Seine Musik findet sich in jeder Feten-Playlist und in der bildenden Kunst. Der Mythos Michael Jackson. Zeitlebens hat er selbst daran mitgewerkelt. Bis heute bleibt Michael Jackson für viele in der Welt der Musik, der Videos, der Mode und des Tanzes geradezu eine Referenz. Dem Einfluss Michael Jacksons auf die zeitgenössische Kunst will nun diese Ausstellung nachgehen. Ein weites Feld. Sie ist jetzt, nach London, im Pariser Grand Palais zu sehen. Der Blickwinkel auf die Pop-Ikone soll erweitert werden. Was die Hoffnung weckt, dass die Künstler etwas Neues über Michael mitzuteilen haben. Mark Ryden zeigt Plattencoverkunst, Jan Peiming ein typisches Porträt. Auch Keith Haring und Andy Warhol sind vertreten. Nicht alle sind übrigens uneingeschränkt Fans. Man weiß nicht, ob Andy Warhol Michael Jackson wirklich geschätzt hat. Er erkennt auf jeden Fall in dem Phänomen Michael Jackson etwas nie Dagewesenes, etwas Wichtiges. Besonders durch die Art, wie er die rassistische Aufteilung der amerikanischen Musikindustrie destabilisiert hat. Das nimmt Warhol zur Kenntnis. Todd Gray thematisiert unverkennbar das zwiespältige Verhältnis des Popstars zu seinen Wurzeln. Dessen verzweifelte Suche nach einer eigenen Identität findet sonst im Grand Palais nur am Rande statt. Michael Jackson als Mahner und Weltverbesserer. Diese Rolle wird hier mit seinem eigenen Videoclip aufgegriffen. Der läuft allerdings rückwärts. Alles wird am Ende gut. Dank des heiligen Michaels. Doch Achtung! In der Ausstellung soll es ja um zeitgenössische Kunst gehen und nicht um die Künstlerkarriere. Wenn wichtige Ausstellungsstücke fehlen, wie Jeff Koons Keramik, Michael mit dem Affen Bubbles, die es hier nur als Foto gibt, wird das allerdings zu einem schwierigen Unterfangen. Und man fragt sich, ob es überhaupt genügend Künstler wie Isa Genskin gibt, die sich mit der Pop-Ikone ernsthaft auseinandergesetzt haben. Vor dieser Ausstellung hat es ziemliche Auseinandersetzungen mit den Leihgebern gegeben. Aber letztendlich haben wir sie in der Mehrzahl der Fälle von dem Sinn unserer künstlerischen Auswahl überzeugen können. Das war nicht immer einfach, da wir es mit Leuten zu tun hatten, die vielleicht einen etwas anderen Standpunkt gegenüber Kunst haben als ein Fachmann für Kunstgeschichte, wie es der Hauptkurator der Ausstellung ist. Trotz einiger beeindruckender Werke wie David LaChapelles monumentaler biblischer Überhöhung des Superstars besteht die Gefahr, dass die Pariser Ausstellung die Besucher enttäuscht, weil sie unentschieden wirkt. Für die einen wird es zu wenig Michael im Original geben, zu wenig Videos, die ja immerhin zu unserer Kulturgeschichte gezählt werden. Und für die anderen sind die Beispiele zeitgenössischer Kunst nicht wirklich überzeugend. Mit einer faszinierenden Ausnahme. Raphael Delaunay tanzt in einem Video zur klassischen Musik von Lully, des Sonnenkönigskomponisten, das Vokabular von Michael Jackson. Sie interpretiert damit ein Leben und ein Werk in einer ganz eigenen Sprache, die weit über die des Originals hinausgeht. Das ist grandios und hat eine eigene Klasse. Michael Jackson im Grand Palais. Bis 14. Februar.